hat gesagt, ich darf nicht küssen. Ich hab dazu ein viel zu schwaches Herz. Der Onkeldoktor muss das wissen. Der sagt doch sowas nicht zum Scherz. Der Onkeldoktor sagt, ich darf mich nicht verlieben. Das sei für schwache Herzen gar nicht gut. Ich glaub, er hat da übertrieben, wie das der Onkeldoktor öfter tut. Guten Abend, liebe PatientInnen und Patienten. Hier wieder Ihr Dr. Izpa Dzuka aus dem Hygienekabinett, meines Zeichens weiterhin Virologe am Osmanoproktologischen Institut der Freien Universität in Sofia. In meinen letzten beiden Folgen, in meinen letzten beiden Tipps, haben wir über die äußere Hygiene, die Hygiene des Körperlichen gesprochen. Die Frage stellt sich, was ist mit dem Geist? Und deswegen werden wir heute uns der geistigen, der intellektuellen Hygiene widmen, welche in diesen immer geistverlassenen Zeiten ja eh viel zu kurz kommt. Ich habe deshalb ein jahrhundertelang bewährtes Medikament Ihnen mitgebracht, was wirklich öfter, viel öfter ins Bewusstsein der Menschheit gerückt werden müsste. Viele, viele Jahrhunderte schon eigentlich in den Apotheken der Welt verfügbar, aber wie gesagt, leider noch unterbewertet. Es ist das Buch. Bücher, finde ich, sind sehr wirksam und sind toll. Ich möchte den großen Schreiberling Wiglaf Droste zitieren, leider schon verstorben, der in einem seiner vielen, vielen Bücher folgende Worte fand, um dieses Medikament zu würdigen. So berauschend und erstaunenmachend das Durchstreifen der Alltagswelten auch ist. Manchmal ist es angemessen, sich in eine Ecke zu setzen, den Mund zu halten und sich in ein Buch zu versenken. Bücher sind wunderbar. Ich habe nie aufgehört, sie zu lesen, seit sich mir vor 22 Jahren die Welt mit Karl May unter Geiern eröffnete. Dem gibt es nur wenig hinzuzufügen und demzufolge habe ich Ihnen, liebe PatientInnen und Patienten, heute mein Lieblingsbuch mitgebracht, um Sie für diese und schlussendlich zwangsläufig folgende Epidemien, Pandemien und andere Unwägbarkeiten zu wappnen. Es ist dieses Buch, der Atlas der abgelegenen Inseln. 50 Inseln, auf denen ich nie war und niemals sein werde. Dieses Buch ist ein typografisches und graphologisches, ach was weiß ich, ist ein Wunder. Boleslav. Na, wie geht's denn so? Ja. Ah, du hast entdeckt im Internet. Aha. Filme. Okay. Aha. Umsonst. Viele. Defa. Lass mich überlegen. Ach, die. Die komplett von der Staatssicherheit unterwanderte
ostdeutsche Produktionsgesellschaft für Filme in der sogenannten dagewesenen verblichenen DDR. Ja. Aha. Gut, das ist ja, ja. Und du auch? Ja, aha. Oh, gut, dann danke ich dir. Ich schau mal rein, ja? Ah, na dann, tschüss, mach's gut, bleib gesund. Ja, takoje, ah. Dobrze, tschüss. Dann wollen wir doch mal sehen. Bleibt denn bloß wieder die Corona, dieses Luder? Corona! 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 So, wo ist sie denn los? Und sie heißen 1, 2, 3 Corona. Und erdacht hat sie Arthur Kunert. Unsere Lieder schrieben Bruno Balz und Hans-Fritz Beckmann. Ich kann doch nicht verbieten, dass ich dich liebe. Wer ist sie denn? Eine Gauklerin! Die Rolle der Heldin spielt! So hart berauschen sie den Sinn, geheimnisvoll sie nahen durch die Lüfte, fraglos geb ihrem Zauber ich mich hin. Oh, was für ein Prachtvogel. Welch köstlicher Braten. Oh. Ja, meine Damen und Herren, Wahnsinn. Es ist ja unglaublich, mit welch Voraussagekraft die damalige, ehemalige, nicht mehr vorhandene DEFA Riesenmengen an wunderbarem Filmstoff produziert hat, um uns die zwangsläufig folgenden nächsten globalen, planetaren Durchseuchungen zu versüßen. Freuen wir uns also auf die nächste Quarantäne, liebe PatientInnen und Patienten. Bis dahin verbleibt Ihr Dr. Izba Djuka. Bleiben Sie gesund und kicken Sie mal rein. Hallo, herzlich willkommen. Ich zeige heute mal, wie man sich ganz einfach mit Sachen aus dem Haushalt eine schöne Deo-Creme machen kann. Das ist gut für die Umwelt, denn das spart Müll. Und es ist auch gut für den Geldbeutel, weil es wirklich nicht teuer ist. Im Grunde genommen
braucht man nur ein paar wenige Zutaten. Das eine ist Kokosöl, Speisestärke und Natron. Und wenn man es noch beduften will, dann kann man verschiedenes ätherisches Öl nutzen, je nachdem, was einem gefällt. Es ist ganz einfach. Man nimmt sich ein Gefäß, irgendwas aus dem Haushalt, es kann ein Glas sein. Vielleicht hat man noch so ein hübsches Jena-Becherglas aus dem Chemielabor und legt dann einfach los. Als allererstes, der Hygiene wegen, werden alle Dinge, die man benutzt, alle Werkzeuge, ausgewischt. Dazu kann man entweder prima Sprit nehmen, aber wann hat man das schon mal im Haushalt, oder den ganz normalen Wodka. Einfach auf ein Küchentuch geben und dann die Dinge auswischen, damit sie auch wirklich ordentlich sauber sind, weil die Deo-Creme soll ja auch eine Weile halten. Jetzt sind wir bereit. Als erstes das Kokosöl. Davon nehmt ihr 3 Teelöffel. Im Sommer ist das Schöne, da ist das Kokosöl schon weich. Das ist zum Verarbeiten gut, aber für die Deo-Creme ein bisschen doof, weil wenn ihr unterwegs seid und es wärmer ist als 25 Grad, dann merkt ihr, wird das Deo flüssig. Das war jetzt schon der zweite. Und der dritte. Das kann ich jetzt schwer verarbeiten. Also nehme ich mir eine Schüssel, etwas warmes Wasser. Das muss nicht kochen. Wenn das so um die 30, 40 Grad hat, reicht das völlig aus. Glas hinein und kurz abwarten, was passiert. Es geht ganz schnell, das schmilzt rucki zucki. Bei Kokosöl braucht man auch nicht so doll aufpassen, das ist ganz hoch erhitzbar und schmilzt schon bei niedrigen Temperaturen. Also wenn man mehr Zeit hat, kann man es auch einfach auf die Heizung stellen und abwarten. So, wenn dann alles aufgelöst ist, dann gucken, dass es nicht zu heiß ist. Denn jetzt, wenn man Duft haben möchte, kommt das ätherische Öl dazu. Je nachdem, was einem gefällt. Wir nehmen Lycea-Öl. Das duftet leicht zitronig, fruchtig, frisch. Aber Gerüche sind ja individuell. Und jeder muss sehen, was ihm selbst gefällt. Und vom ätherischen Öl nimmt man 5 bis 10 Tropfen. Das Zitrusöl ist ja eher eine Kopfnote, also eher 10 Tropfen. Andere Öle wie Lavendel, Rose oder Benzoesiam muss man weniger dosieren. Einfach der Nase nach. So, das waren jetzt 10 Tropfen. Dann gleich vermischen und Probe riechen. Wenn es einem so gefällt, dann kann man es so lassen. Ansonsten einfach noch was nachträufeln. Der benutzte Löffel kann jetzt erstmal zur Seite. Wir nehmen jetzt den sauberen, denn als nächstes kommen die festen Zutaten. Und da beginne ich mit dem Natron. Kaisernatron gibt es überall in der Drogerie. Es kostet nicht viel. Ist aber sehr grob. Wenn man so einen leichten Peeling-Effekt mag beim Draufschmieren unter die Achseln, dann ist das schön. Wem das zu grob ist, der kann es kurz mal in den Mörser tun und zermörsern. Oder wer öfter mal Natron braucht, kann das auch im Internet ganz günstig bestellen. Und das gibt es ganz fein bis ganz grob.
Man muss halt gucken, was einem gefällt und was man braucht. Vom Natron nehme ich 2 Teelöffel. So. Und zum Schluss für die Stabilität noch Speisestärke, ebenfalls 2 Teelöffel. So, dann wird das Ganze verrührt, bis es eine sämige Konsistenz hat. Zwischendurch nochmal schnuppern, damit man sich schon drauf freuen kann. Und dann ist es fertig. Jetzt kann es natürlich nicht da drin bleiben, weil erstens geht das ätherische Öl irgendwann flöten und verduftet einfach. Und so kann man es ja auch nicht mitnehmen. Da kann man entweder, man nimmt ein kleines Marmeladenglas oder man schafft sich mal Braunglas-Tiegel an. Die gibt es in der Apotheke oder wie alles so im Internet. Und dort fülle ich das jetzt ein. Das Glas schraube ich zu und lasse es einfach stehen. Wenn die Raumtemperatur nicht zu hoch ist, wird es von alleine fest. Ansonsten kann man es auch in den Kühlschrank stellen. Und jetzt passiert natürlich, dass das Natron schwerer ist als das Öl. Dann kann man einfach morgen früh es rausnehmen aus dem Kühlschrank, umrühren und schon ist es perfekt vermischt. Und sollte es doch mal im Bad wärmer werden, weil man zu heiß duscht oder schön warm badet und es sich verflüssigt hat, einfach wieder einen Löffel nehmen, umrühren und man hat lange Freude dran. Viel Spaß beim Ausprobieren. Wer sich jetzt sagt, oh, habe ich nicht verstanden und wäre doch schöner, wenn jemand da ist, der mir ein bisschen mithilft, den lade ich recht herzlich am 21. August um 18 Uhr in den Kulturschalter Alte Post ein. Da machen wir dann nämlich mal Deo-Creme vor Ort selbst. Man kann ausprobieren, man kann sich durch die ätherischen Öle schnuppern, um zu gucken, was einem gefällt. Einfach vorbeikommen, vorher bitte anmelden unter kulturschalter@gmx.de, denn es gibt nur 8 Plätze für diesen Abend. Na dann, bis bald!